Hallo Freunde, nach einer kurzen Aufnahmepause geht's jetzt schon weiter. Hem, wir haben alle möglichen Sachen. Wir haben den Gulli, zwei Kisten und ein Fenster. Ich habe keine Zeit zum Feiern. Außerdem bin ich nicht eingeladen. Jo, das wissen wir ja bereits. Vernageltes Fenster? Ums Leben nicht. Ich würde mich nur verletzen. Ein dunkles Fenster zur Gasse. Da ist niemand zu Hause. Es sieht verlassen aus. Wahrscheinlich sind alle bei der lauten Party nebenan. Die haben eine ziemliche Lightshow am Start. Oder besser eine Candlelight-Show, wenn du weißt, was ich meine. Okay, Frode. Ich würde sagen, da willst du auch nicht runter. Ich glaube, wir sind hier erstmal fertig, kann das sein? Das klappt nicht. Habe ich vermutet. Ganz obligatorisch. Ich will nicht nach einem... Ja, das Parfüm verwende ich einfach überall, wo sonst nichts klappt. So, da ist auch zu. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal in das Stadion. Das hier unser lieber Bud Crane fleißig bewacht. Halt! Und da ist auch schon sein Bruder. Oh, bitte lassen Sie mich doch herein. Meine Karte ist vom Werwolf gefressen worden. Ob uns das glaubt? Ich glaub's ja nicht. Ich heiße Mona de Lafitte. Und Sie? Kriminalbeamter Luke Crane zu Ihren Diensten. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Fräulein de Lafitte. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann haben Sie Stadiondienst? Ich bin seit 2 Jahren im Stadiondienst und es macht mir unglaublichen Spaß. Ich darf erwähnen, dass die Zahl der Zuschauer ohne Eintrittskarten seither um 92% zurückgegangen ist. Nur 92%? Sie sind doch bestimmt eine äußerst gewissenhafte Wache. Wie können da noch 8% an Ihnen vorbeischlüpfen? Wenn ich das wüsste. Ich kann nur vermuten, dass die Schwarzseher sich durch den Nebeneingang Zutritt verschaffen. Interessant. Und wo liegt denn besagter Nebeneingang? Warum haben Sie ihn nicht abgeschlossen? Das ist es ja gerade. Wir halten ihn verschlossen, aber diese lästigen 8% dringen trotzdem ein. Leider darf ich Ihnen aus Sicherheitsgründen die Lage des Nebeneingangs nicht verraten. Er ist zugleich der Eingang für die Sportler. Und ich musste der Mannschaft von Gosford Falls schwören, niemandem zu verraten, wo er liegt. Vor allem niemandem aus Gosford Falls. Ihr wisst, kommen die auch gar nicht aus Gosford Falls. Gefällt Ihnen der Dienst im Stadion? Und wie? Ich kann alle möglichen Spiele verfolgen, sehe berühmte Sportler und bekomme auch viele Konzerte mit. Vorigen Monat ist sogar Van Halgen aufgetreten. Der Typ spielt vielleicht eine kernige Oboe, oho! Womit haben Sie sich denn so einen lauschigen Arbeitsplatz verdient? Die Stelle wurde nach der Meisterschaft 1893 frei. Nachdem Gosford Falls United das Endspiel wieder verloren hat. Die Fans randalierten und der alte diensthabende Wachtmeister wurde totgetrampelt. Oh, Alter. Also eigentlich ein Glücksfall. Ich weiß nicht, ob der arme Alte, der totgetrampelt wurde, Ihrer Meinung wäre. Da hat Frode recht. Na? Wo kann ich denn eine Karte für das Spiel kaufen? Es tut mir leid, meine Dame. Aber die Veranstaltung ist nur für Wachtmeister und ihre Angehörigen. Die Leute, denen sie ihre Karte verkauft haben, die Schwarzhändler, die deren Karten weiterverkauft haben und die Leute, die die Schwarzmarktkarten erstanden haben. Die Begegnung zwischen den Vlad's Landing All Blacks und der Gosford Falls United ist seit Wochen ausverkauft. Die Rivalität der beiden Mannschaften ist legendär. Das sind vermutlich auch die einzigen Mannschaften, die hier in Draxylvanien spielen. Hat
Hatten Sie in letzter Zeit irgendwelche interessante Fälle? Du liebe Güte, wo soll ich da anfangen? Ich hatte Millionen davon, voll unerwarteter Wendungen, brillanter Einfälle und genialer Ermittlungsarbeit. Über welchen meiner Fälle möchten Sie denn gerne etwas hören? Ich werde Sie nicht enttäuschen. Na super, Mona! Wie wäre es mit Ihrem ersten Fall? Das durfte nicht so lange dauern. Also, wir schreiben das Jahr 1865 und ich hatte gerade meine 4 Aufbaujahre an der Kriminaltechnischen Hochschule Draxylvaniens absolviert. Falsch. Du hast dich wie immer geirrt. Die Kriminaltechnische Hochschule nimmt äußerst selten Neulinge auf. Aber ich war Kapitän der Nachwuchsjäger der Draxylvanischen Gesellschaft zur Ausrottung des Okkulten. Wissen Sie? Ich habe die Organisation mit Hilfe eines Kopfgeldes gegründet, das mir regelrecht in den Schoß gefallen war. Ich glaube, das nehme ich. Ich lese mal alle vor. Oh, es tut mir leid. Habe ich Sie nach Ihrem ersten Fall gefragt? Eigentlich wollte ich sagen, dass ich furchtbar müde bin und mich unbedingt ausruhen muss. Oder? Bitte hört sie auf, sie bringen meine Fledermaus um. Okay, das klingt überaus interessant, aber ich glaube, meine Mutter ruft nach mir. Geht es etwas schneller? Ich habe Fußprobleme, die immer schlimmer werden, je länger jemand redet. Ich nehme das mit der Fledermaus. Bitte hören Sie auf! Sie bringen meine Fledermaus um! Ich bringe Ihre Fledermaus um? Ja, sie verträgt keinen Lärm. So wie den im Stadion? Ja, nein. Nur lange Reden von Leuten. Aus unerfindlichem Grund machen ihr Anfeuerungsschreie, Fangesänge und spontane Buhrufe nichts aus. Na dann! Ich will die Fledermaus ja nicht umbringen. Ja, noch Fragen? Das gefällt mir. Das werde ich irgendwann mal benutzen, wenn mich jemand gnadenlos zutextet. Hey Freund, komm zum Ende mit der Geschichte. Du bringst meine Fledermaus um. Oder willst du wirklich, dass ich es erzähle? Ist eine lange Geschichte. Klar, Kumpel, schieß los. Hauptsache, es bringt die Fledermaus nicht um. Ich mag das. Frederik, halt doch einmal die Klappe. Haben Sie vielen Dank. Ich muss jetzt aber los. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Herzlichen Dank. Und wir stellen fest, wir haben, glaube ich, das ganze neue Gebiet somit erkundet. Nein, da geht's auch noch weiter. Verzeihen Sie. Das war nicht korrekt. Ach nee, da ging's doch nur wieder zum Haus. So, wenn ich noch einmal wiederholen darf, wir haben das ganze neue Gebiet erkundet. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir mit dem Knoblauch machen. Mona, was treibst du da? Ich habe mal gelesen, dass Tierlaute die Zielgenauigkeit beim Werfen oder Tennisspielen erhöhen sollen. Okay. Ich nehme dich beim Wort. Tu dir keinen Zwang an. Was zum Teufel? Ich dachte, die macht den damit ab oder so. Aber dass sie den jetzt voll durch die Gegend wirft, habe ich nicht kommen sehen. Aber cooler Move. Wer ist da? Mein Name ist Mona de Lafitte. Ich interessiere mich für das Pferd, das Sie verkaufen wollen. Ich würde Ihnen ja gern helfen, aber im Moment geht's nicht. Kann ich Ihnen mit irgendetwas helfen? Naja, vielleicht schon. Wissen Sie, die Tür ist abgeschlossen und mein Sohn hat den blöden Schlüssel aus dem Fenster geschmissen. Jetzt kann keiner rein oder raus. Wenn Sie mir helfen, die Tür aufzubekommen, schenke ich Ihnen den Gaul. Cool. Warum reden Sie so seltsam? Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht. Es ist weniger ein Akzent. Aber Sie sprechen, als kämen Sie nicht von hier. Ach so. Mein Mann und ich sind gerade aus New Jersey hergezogen. Ich wüsste gern mehr über das Pferd. Was wollen Sie denn wissen? Wie heißt das Pferd? Der Mann, dem wir es in Italien abgekauft haben, nannte es Il Cavallo Senza Valore. Aber wir nennen es Buttercup.
Welcher Rasse gehört es an? Es ist ein kleinwüchsiges albanisches Appaloosa-Haflinger-Pony. Eine beeindruckende Rasse. Eigentlich ist er eine Promenadenmischung. Wie alt ist das Pferd? So ganz genau weiß ich es nicht. Nach seiner Größe schätze ich, dass er noch ziemlich jung ist. Wann haben Sie ihm das letzte Mal die Hufeisenrunde erneuert? Das machen wir regelmäßig alle 10.000 Kilometer. Cool. Wie viele Kilometer ist das Tier schon geritten worden? Tja, der Schrittmesser war schon kaputt, als wir den Kleinen gekauft haben. Oh. Aber der Verkäufer hat uns versichert, dass er schlappe 90 Kilometer auf dem Buckel hat. Und wir sind ihn seither nicht oft geritten. Okay. Oh nee, eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem mal. Ich würde gerne ein bisschen mehr über dieses New Jersey erfahren. Gern. Was denn so? Okay. Wie ist es dort so? Ach, es ist ganz nett, wenn man von der Luftverschmutzung, Überbevölkerung und dem Verkehr absieht. Das klingt entzückend. Naja. Na gut, sie steht ja auf Smog. Paris hat ja schon eine ganze Menge davon, ne? Gibt es dort Opern? Oh ja. Wirklich? Das vermisse ich hier am meisten. Es vergeht kein Tag, an dem ich meine Seifenopern nicht herbeisehne. Seifenoper? Ich glaube, wir reden nicht über dieselbe Art von Oper. Vermissen Sie die Heimat? Und ob. Hier draußen am allerwertesten der Welt ist es einfach kein Vergleich zur Großstadt. Also ich persönlich mag es ja dann doch lieber den allerwertesten der Welt als die Großstadt. Warum hat sich Ihr Sohn denn so schrecklich aufgeführt? Ach, ich habe ihm gedroht, dass dieser merkwürdige Baron Shroudy demnächst bei ihm Babysitter spielen wird, wenn er seine Steckrüben nicht auf ist. Und das wollte er nun gar nicht. Wissen Sie denn, wo der Schlüssel jetzt ist? Naja, er hat ihn aus dem Fenster geworfen. Weit weg kann er also nicht sein. Wohin, sagten Sie, ist der Schlüssel geflogen? Genau, weiß ich es nicht. Irgendwo da draußen. Im fahlen Mondlicht? Klar, wie auch immer. So. Danke, ich habe jetzt erst einmal genug erfahren. Ist mir recht. Ach ja. Vielleicht hätte Mona lieber nach einem Zugticket fragen sollen. Aber hier fahren ja leider keine Züge. Der ist bestimmt da ein drin. Fass. Womit mag es gefüllt sein? Regenwasser. Was glaubst du denn? Ich würde auch sagen, Regenwasser. Aber mich interessiert eher, was sich unter dem Regenwasser abgelagert hat. Vielleicht gammelt da die Leiche von Signore Martinellis Geschäftspartner vor sich hin. Nach einer heftigen Auseinandersetzung ermordete Martinelli seinen Geschäftspartner, zerhackte die Leiche und versiegelte sie im Fass. Aus Furcht, dass es verdächtig wirken könnte, wenn er das Fass wegschleppt, verbarg Martinelli es vor den Augen aller. Aber noch heute meint er im Vorbeigehen, gedämpfte Schreie aus dem hölzernen Grab zu hören. Wehklagend ruft sein Geschäftspartner, warum, warum, warum? Oh, Frederik, was habe ich dir immer wieder gesagt? Dass viele Bücher lesen, weicht dir das Gehirn auf. Ja, wir müssen das Ding schmelzen. Da ist doch Alkohol drin. Ich will nicht nach einem französischen... Ja, ist gut. Na nun, was habe ich jetzt gedrückt? Ich wollte doch gar nicht zurück zum Stadion. Immer diese Rechtsklicks. Ja, ja, die Mona. Hoffentlich kommt sie bald wieder in ihr geliebtes Paris. Ich war auch schon mal da. Wart ihr auch schon mal in Paris? Satteldecke. Das klappt nicht. Wir hatten doch ein Lagerfeuer. Können wir da nicht einfach was Brennendes benutzen? Oder wir schleppen das Fass hier hin und hängen sie übers Feuer. Zuerst einmal Suppenkelle, die kann man doch bestimmt nehmen. Kein Hunger. Okay. Aus irgendeinem Grund werden meine Hände nie warm. Sie bleiben immer kalt. Merkwürdig. Dann nimm doch mal so ein Ding mit. Aus irgendeinem Grund werden meine Hände nie wach. Seltsam, seltsam, Mona. Woran das nur liegt? Also sie scheint es immer noch nicht zugeben zu wollen.
Geröstete Vampirfledermaus klingt nicht sehr verlockend. Okay, können wir irgendwie... Das klappt nicht. Was ist das? Flugblatt? Dazu passt kein Flugblatt. Ich finde schon. Dazu passt kein Flugblatt. Zu heiß. Na gut, ich würde mich nicht verbrühen, aber was soll ich damit? Ich lasse ihn, wo er ist. Ja, das Fass auftauen. Warte mal, zu heiß? Topflappen? Das klappt nicht. Können wir irgendwo was einfüllen? Dazu passt kein Flugblatt. Suppenkelle? Dazu passt kein Flugblatt. Aber sie sagt doch nur zu heiß. Topflappen. Das klappt nicht. Menno. Das klappt nicht. Das Feuer anfachen können wir auch nicht. Vielleicht mit dem Parfüm? Ich will nicht. Ja. Ich will. Ja. Vielleicht kann Froderick den Topf hier tragen. Eine Prise Fledermaus könnte den Eintopf noch verfeinern. Aber ich würde nicht drauf setzen. Ich auch nicht. Um meinetwillen. Apropos, ich habe Hunger. Bald gibt's Abendessen. Die Suppenkelle macht mich total kirre. Ich will nicht nach einem Frost. Ist hier noch irgendwas Heißes? Im Stadion war auch sonst nichts. Wie kriegen wir den Eintopf ins Fass oder das Fass übers Feuer? Betrachte mal nochmal. Ein ziemlich heißer Kessel mit Eintopf, vermute ich. Wie meine Mutter immer sagte, solange du genügend Gewürze ins Essen tust, schmeckt man das Pferdefleisch kaum durch. Nimm doch so ein blödes Holzding mit. Einfach hier so eins rausnehmen, so von dem Feuer. Wieso magst du den nicht mitnehmen? Zu heiß. Na gut, ich würde mich nicht verbrühen, aber was soll ich damit? Ich lasse ihn, wo er ist. Warum? Du musst ihn in das Fass schütten. Na du Kessel, ich werde dich Gary Kessel nennen. Einsam und vom Wunsch beseelt, eine richtige Badewanne zu werden. Bis eines Tages die gute Fee der Haushaltsgeräte herabgeschwebt kam und ihr drei Wünsche gewährte und... Nein! Würdest du bitte den Rand halten? Sind wir aber schlecht gelaunt. Schon gut, Gary Kessel, schon gut. Grießgrämiger Gluckertopf. Hat es gerade echt Gary Kessel mit uns geredet? Leute, das macht mir Angst. Noch mehr als Outlast. Nee, haben wir auch schon. Tinte. Dafür ist mir die schwarze Tinte zu schade. Ins Feuer. Dafür ist mir die schwarze Tinte zu schade. Suppe. Jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir doch das Fass transportieren. Vielleicht in der Satteldecke, wer weiß. Nanu, wieso sind wir jetzt hier? Hier wollte ich doch gar nicht her. Irgendwie bin ich falsch gelaufen. Und ich wiederhole mich noch einmal. Ich glaube, jetzt haben wir alle Gebiete der... alle Szenen des neuen Gebietes besucht, wollte ich sagen. Friedhofsschild. Auf dem Schild steht, wem die Stunde schlägt? Na mir. Einfach klingeln, um bedient zu werden. Hochachtungsvoll Dan Smith. Besitzer. Na, Humor hat der Gute ja. Okay, dann klingeln wir doch mal. Ich werde mal klingeln. Vielleicht ist jemand zu Hause. Auf dem Friedhof eine Klingel. Da ist eine Schaufel. Künstler Pech. Er scheint nicht da zu sein. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Könnte schwierig sein, ihm zu erklären, warum wir mitten in der Nacht einen Kasten Erde aus deinem Grab mitgehen lassen. Ja, wieso steht da eine Schaukel? Ach, stimmt. Die Verkehrsbehörde hat doch irgendwie den Friedhof zu einem Spaßpark oder so gemacht. So einen Spielplatz oder keine Ahnung.
Stimmt. Bitte die Ghule nicht füttern. Keine Sorge, das passiert mir nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich dem Weg nicht folgen. Wie meinst du das? Die Kreuze auf den Grabsteinen tun mir weh. Ich kann nicht näher an sie herangehen. Ach du Schande, das habe ich befürchtet. Mit den Kreuzen überall wirst du nicht durch den Friedhof laufen können. Oh je, geheiligter Boden. Dann versuchen wir es weiter in der Stadt, wo ich ja eigentlich auch hin wollte. So. Der blöde Topf. Ich mag den Stuhl anderer Leute nicht anfassen. Oh, Mona, der war schlecht. Nimm den Kessel. Ich bleib dabei. Der Kessel ist gut. Zu heiß. Na gut. Ja. Okay, also nach rechts geht's in die Stadt und geradeaus geht's auf den Friedhof. Ich bin schon feuchtkalt genug. Warum sollte ich mein Händchen noch eiskälter machen? Hm? Ah. Ich weiß nicht, ob ich für ein Rad Verwendung habe. Hm. Okay, das war's. Ein Rad? Wofür wird das wohl gebraucht? Bestimmt für unseren Wagen am Schluss. Hm. Das machen wir nur mit diesem Regenfass. Dafür ist mir die schwarze Tinte zu schade. Das klappt nicht. Ach, Mona. Kaputtes Fenster. Ich weiß nicht, ob ich durchpassen würde. Außerdem würde mich das Glas zerfetzen. Ja, da hat sie vielleicht recht. Was ist da noch? Adresse. Finsterwalder Treidelweg 23. Hier wohnt die Frau, die mit Zugpferden handelt. Puh. Irgendwie müssen wir dieses Fass doch warm bekommen. Die Schneemänner sind so krass. Eine Art gefrorene Statue. Hat man ja. Schon? Sowas nennt man Tag. Ach, wirklich? Weil er Ja, ich wollte doch gucken, ob sie Schnee braucht. Ich will ihn aber nicht herumschleppen. Er ist so nass und kalt. Wie meine Nase. Fühl mal. Geht nein. Aber ich behalte den Schneeball für alle Fälle im Hinterkopf. Gut. Ui, ein böser Schneeball. Mit den schwarz anmalen? Vielleicht verleiht dir das ein wenig Farbe. Tatsächlich. Jetzt. Ach so. Ah ja, klar, sie behält ihn. Er sieht aus wie eine kohlefarbene Schneewaffel. Sie behält ihn ja nur im Hinterkopf. Jetzt hat er einen schwarzen Kopf. Ich dachte, da kommt jetzt ein Strichmännchen raus oder so. Oh Mann. Heu ist etwas für Pferde und nicht für Vampirfledermäuse. Hm. Ja, es hat der Schneemann einen schwarzen Kopf. Bin gespannt, was wir damit machen können. Ich fürchte, es hat nichts mit Auftauen zu tun.